gut, Sie in einem Stück zu sehen, General. Warten wir mal ab, wie lange das so bleibt. Ich habe ein Geschenk für euch. Das Xel'Naga-Artefakt ist jetzt vollständig. Ich hoffe nur, es funktioniert auch so, wie wir uns das vorstellen. Verdammt richtig. Sich auf so ein beschissenes Alien-Teil zu verlassen, passt mir ganz und gar nicht. Ich weiß, Talkas. Wenn ich mich nur darauf verlassen müsste, hätte ich schon längst aufgegeben. Wir stehen hier an der Schwelle zur Hölle und haben es nur geschafft, weil wir zusammenhalten. Ob ihr jetzt tapfer seid oder einfach nur verfluchtes Glück hattet, noch nie habe ich so eine Aktion gesehen, wie ihr zwei sie hier durchgezogen habt. Das Ding mag zwar der Schlüssel sein, um Kerrigan aufzuhalten. Aber wir werden das mit unserem Schweiß und Blut erkämpfen müssen. Nach allem, was wir durchgestanden haben, dem Chaos und der Zerstörung, weiß ich eines ganz genau. Wir können uns aufeinander verlassen, um den Job zu erledigen. Selbst wenn wir dabei draufgehen. Denn für manche Dinge lohnt es sich zu kämpfen. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wings of Liberty, StarCraft 2 Kampagne. Ja, natürlich lohnt es sich zu kämpfen. So, gucken wir uns mal den Artefakt mal an, ne? Wir haben verdammt viel Zeit damit verbracht, alle Teile zu finden. Aber jetzt, wo es zusammengesetzt ist, ist mir das Ding echt unheimlich. Geht mir genauso. Wenn ich es anschaue, ist es fast, als würde ich Stimmen hören. Je eher wir das Ding los sind, desto besser. Ganz meine Meinung. Im Moment ist dieses Artefakt die wichtigste Waffe im Universum. Und wir werden sie benutzen. Ich wünschte nur, bei dem Ding wäre eine Anleitung dabei. Bei unserem Glück reißen wir noch ein Loch ins Raumzeitkontinuum. Immer mit der Ruhe, Talkas. Wir sind hier ja nicht in einem schlechten Science-Fiction-Film. Nee, nur in einem sehr guten Science-Fiction-Spiel, muss ich sagen, wa? So, Warfield. All die Jahre hat Mengsk sie als den Teufel höchstpersönlich hingestellt. Aber ich habe gesehen, wie sie ihr Leben für Männer riskieren, die sie unter normalen Umständen zur Strecke bringen würden. Ihr Imperator ist derjenige, der hier hinter Gitter gehört. Mir ging es immer nur um Freiheit für die Menschen. Kopfüber in die Schlacht mit einem Fremden. Unter Feindbeschuss, Seite an Seite. Der Krieg macht uns alle gleich. Es ist mir eine Ehre, an ihrer Seite zu kämpfen. Die Ehre ist ganz meinerseits, General. Ja, du hört mal auf, dumm rumzulabern. So, was sagt Tychus dazu? Der finale Angriff. Bist du bereit? Darauf kannst du Gift nehmen, Partner. Mann, wir werden die Kerle sein, die die Königin der Klingen umlegen. Echte Helden. Der alte Mengsk wird dich vielleicht sogar begnadigen. Damit eins klar ist, Halkas. Wenn Valerian recht hat und dieses Artefakt Kerrigan wieder zu einem Menschen machen kann, dann bringe ich sie hier weg. Haben wir uns da verstanden? Okay, Jimmy. Und ich weiß, du willst daran glauben, dass sie gerettet werden kann. Aber nach allem, was sie angerichtet hat, naja, sagen wir... Nicht jeder verdient eine zweite Chance. Lass das mal meine Entscheidung sein. Genau. Ah, so, was? Nachrichten? Ja, klar, Nachrichten. Meine Damen und Herren, heute ist ein trauriger Tag hier für uns bei UNN. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass sich Donny Vermillion letzte Nacht in die Nervenheilanstalt hier auf Korhal hatte einliefern lassen. Während die Ursache seines plötzlichen Nervenzusammenbruchs weiterhin unklar bleibt, wurde jetzt bekannt, dass er lediglich mit Socken bekleidet war und angeblich ein Manifest von Imperator Mengsk sowie ein Pfund Erdnussbutter bei sich gehabt haben sollen. Wir wünschen dir alles Gute, Donny, und hoffen, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. In der Zwischenzeit übernehme ich die Stelle der leitenden Moderatorin hier bei UNN. Für UNN, Ihre Kate Lockwell. Wow! Yes! Wir sind ein bisschen begeistert, war so, Geld haben wir ja, okay, zwar 5000 immer noch, gut, brauchen wir nicht weiter antreten, sondern das Jahr, Archiv ist egal. Mischen. Es scheint, dass mein Vertrauen in Ihre Fähigkeiten gerechtfertigt war, Commander Raynor. Jetzt muss der endgültige Schlag erfolgen. Verwenden Sie das Artefakt, um die Königin der Klingen auszuschalten und beenden Sie das Blutvergießen. Alles klar. Unsere Pioniere bringen das Xel'Naga-Artefakt zur Basis des primären Schwarmclusters. Wir werden unsere letzten Streitkräfte mobilisieren, um es zu beschützen. Leider wird es eine ganze Weile dauern, bis das Artefakt für einen Angriff auf Kerrigan aufgeladen ist. Laut Informationen von Möbius werden die Zerg von den Pulsausstrahlungen des Artefakts angezogen. Sobald es aktiviert ist, werden alle Zerg in der Nähe in Raserei verfallen und versuchen, es zu erreichen. Keine Chance, mit den paar Truppen, die wir haben, einem anhaltenden Zerg-Angriff zu widerstehen. Dabei könnte uns das Artefakt selbst helfen. Laut unseren Informationen kann es sich in einer sogenannten Energienova entladen, die alle Zerg in seiner Nähe ausschalten sollte. Wow. Allerdings muss es nach jeder Aktivierung eine Weile aufladen, sonst wäre es ja auch zu einfach. Sie werden die Energienova manuell auslösen müssen. Zum Glück pulsiert sie auf einer subsonaren Frequenz, gegen die wir immun sind. Neu aufladen oder nicht? Ich bin für jede Hilfe dankbar, General. Und denkt dran, Kerrigan ist noch immer da draußen und wartet auf uns. Wie könnten wir das vergessen? So, derzeitige Mission, alles oder nichts. Nydos wollen wir bringen weitere gefährliche Wellen an Feinden, wenn sie am Leben gelassen werden. Zerstören sie so schnell wie möglich, um zu vermeiden, dass sie überrannt werden. Ja, naja, wir haben uns ja in der letzten Mission nun mal gegen Nydos wo mal entschieden, ne? Aber ich denke mal, das war die richtige Wahl. Du hast mir das Xel'Naga-Artefakt gebracht. Danke, dass du mir den Ärger erspart hast, selbst danach zu suchen. Ach du Scheiße. Wir sind noch nicht bereit für so viele. Wir werden das Artefakt benutzen müssen. Hat aber gute Reichweite. Holla. Eine beeindruckende Verteidigung. Aber bei weitem nicht beeindruckend genug. Meine Streitkräfte sind zahllos, während deine jede Minute weiter schwinden. Für diese Sache kann es nur einen Ausgang geben. Ja, wir schauen mal, wa? Ach, hier wird verschiedene hier alle drum, Alter. Mehr Dinger hier? Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Ja, ich muss noch mal gucken hier. So schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Ja. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. Kommt noch was? Muss ich erstmal einen Überblick verschaffen, wa? So, was ist hier? Die stehen ja irgendwie alle ungültig. Die brauchen wir doch hier ja nicht stationieren. Die können wir hier mit hin. Den werden wir da hinstellen und den werden wir hier hinstellen. Ob hier Bunker stehen, weiß ich nicht. Das werde ich mir mal auf Taste 1 behalten. Das ist glaube ich ganz wichtig. So, dann werden wir uns hier mal so ein, zwei Bunker noch bauen. Die Frage ist natürlich, von wo die überall kommen, ne? Recht unübersichtlich. Fakt ist, die dürfen hier nicht hochkommen. Das ist erstmal so das Entscheidende, wa? Alles andere ist uninteressant. Die Bunker, weiß ich nicht, ob die sinnvoll sind. Boah, keine Ahnung, wa? Wir brauchen... Haben wir eine Fabrik? Okay, Raumhafen haben wir. Bauen wir erstmal einen Reaktor. Einen Fusionskern haben wir auch. Okay. Lädt auf 6,0% Dingens. Na, das kann ja heiter werden hier. Was? So, blub. Im Anflug. Turbinenlauf volle Kraft. Das läuft, das läuft, das läuft. Wir brauchen auf jeden Fall noch irgendwas. Wer kommt? Noch ist ja hier nichts los, wa? Noch ist ja nichts los. Hier. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Ist okay. Brauchen wir aber im Moment gerade nicht. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, ich hab die jetzt einfach mal benutzt, ja. Ob das sinnvoll ist oder nicht, war mir ja erstmal egal. So, Defense steht eigentlich soweit. Ich würde ganz gerne wieder auf schwere Kreuzer bauen. Ich fand das eigentlich ganz cremig. Basis wird angegriffen. Okay. Ja, eigentlich sieht es ja nicht schlecht aus. Was wichtig? Jawohl, was ist bereit? Ja, ja. So, zapp, zapp, zapp. Das läuft, das läuft, das läuft. Wir brauchen auf jeden Fall noch Depots. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nydoswurm nähert sich. Ach, man kommt jetzt hier auch in die Mitte. Ich verstehe. Okay, die kommen halt also dann von überall. Hm. Ich hab das System verstanden. Jungs, ihr müsst hier mal eingreifen. Ja, danke schön. War leider zu spät. Scheiß, Alter. Laut und deutlich. Bin ganz irre. Töten. Da, das Töten. Oh, Kacke. Ja, das wird ja lustig. Ach du Scheiße. Ja, 30 Sekunden haben wir noch. das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ach du Scheiße, Alter. Na, das... ja. Ich brauche hier erstmal ein bisschen Backup. So. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nydoswurm nähert sich. Was ist los? Du Scheiße, Alter. Also die Defense ist hier erstmal komplett weggebrochen. Ja? Das können wir erstmal so festhalten. Hier brauchen wir im Prinzip... Und nun? Erweiterung fertiggestellt. Ich hab keine Ahnung. Also hier auf der Seite haben wir das ganze Tüten gekriegt, aber warum das hier so weggebrochen ist, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ne, warte mal, guck mal her hier. Ja, jetzt kommen die natürlich hier durch, ne, das ist natürlich klar. Fuck, Alter. Ne, kann die da oben hier wegziehen. Das geht nicht. Ich muss den erstmal zerstören. Und einen WWF ransetzen. Wer? Ja, schön. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Hm. Ja, da unten rotzen sie mir jetzt meine Depots weg. Alter Schwede. Mein Fusionskern hat es auch schon zerlegt. Ach du Alter, das schafft man nicht. Niemals! 49 Sekunden bis Supernova. Ja, Hauptquartier ist schon fast down. Kriegen wir zwar noch repariert, aber... Du Scheiße, Alter. Ja, die kommt. Hier ist es ja noch alles relativ safe, muss man sagen. Ja, nicht so wirklich. Was macht ein Kerrigan hier? Wo kommt die denn auf immer her? Alter, 15 Sekunden noch. Schieß mal die ab da. 9 Sekunden. Ach du Kacke. 2 Sekunden? Mal gucken, ob die denn stirbt. Feuer! Das werdet ihr noch bereuen. Ja. Hab ich auch so Wir haben sie zurückgeschlagen. Immer weiter so. Alter, meine ganze Dings ist hier komplett am Arsch. Fuck, Alter. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nydoswurm nähert sich. Ja, genau da wo ich ihn. Ist ja wohl ein Scherz, oder? Ja, das Problem ist ja, dass die da oben meine Dings kaputt machen. Mein Kern. Nein! Fahr hin. Töten. Ey, das kannst du doch vergessen, Alter. Wie willst du das machen? Ja, jetzt fällt meine Waffe... Nee. Moment. Menü. Menü, Neustart. Spiel beenden, speichern, laden. Ich würde ganz gerne Mission neu beginnen. Wie wird denn damit? Optionen? Nee. Ja, wir sind das war's. Einfach too much. Kickt euch die Scheiße hier an. Wie willst du denn das defenden? Mission neu starten, ja bitte. Alter Schwede, ja, da habe ich überhaupt keine Ahnung, war, wie ich das defenden soll. So eine, ja, die Feuerfresser sind na, auch nur bedingt. Kann man das irgendwie abbrechen? Ja, kann man, wunderbar. Du Schande, Alter. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nur schlechte Neuigkeiten? Tja. Commander, die Zerg werden bald versuchen, uns zu überrennen. Wir sollten so schnell wie möglich Bunker errichten und mehr Truppen ausbilden. Ja. Sollte die Sache außer Kontrolle geraten, rate ich dazu, mit Hilfe der Energienova die Basis zu säubern. Die Aufladezeit ist ziemlich kurz, also kein Grund zum Zögern. So, jetzt machen wir das. Jetzt müssen wir das ein bisschen anders gestalten. Das geht ja so nicht. Das geht so ja nicht. Ich hab so viel lieb, kann's kaum noch erwarten. So, der Bunker steht. Kommt der da noch raus? Oha. Tja. Guter Rat teuer war. Ja, ist mir klar. Kommt noch was? Worauf soll ich ballern, Sir? So. Alle Mann Rinder. Alle Mann Rinder. So, 2 WWFs müssen da stehen bleiben, damit die rappen können. So. Versuchskern können wir nicht bauen. Wir müssen aber Dings bauen. Diese Upgrade-Dings. Bitte Infanterie. Ja. Basis wird angegriffen. Was nicht passt, wird passend gemacht. So, okay. Alle Mann drin. WWF muss stehen bleiben. So. Ich werde jetzt garantiert nicht die Energiedingsbums da aktivieren. So, die Benjis lassen wir hier. Die Kriegsschiffe werden wir nach hier ziehen. So, und dann brauchen wir noch, ja, Einheiten brauchen wir da unten noch. Jetzt wird die Kaserne schnell bauen. So. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Was schießt denn der da? Alter, mehr Einheiten pumpen hier. Und Upgrades. So. So theoretisch geht das eigentlich so. Ist die zweite Kaserne jetzt mal langsam mal fertig? Medivacs. Nee. Nee. Medivacs ist auch Quatsch. Wir haben ja im Prinzip, ne? So. Der kann wieder abbauen. Da brauchen wir Einheiten. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Viruswurm nähert sich. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. So, das hätten wir erfolgreich. Verteidigt. Erweiterung fertiggestellt. So, das haben wir auch. Jetzt heißt das Einheiten, Einheiten, Einheiten. Mehr zählt hier nicht mehr. Und Upgrades natürlich fahren. Boah, wie krass, Alter. Alter, macht mehr Einheiten hier. Kommt, zieht an hier. Volle Drohr. Brauche hier noch ein WWF. So, hier oben läuft das einigermaßen. Sieht gut aus. Boah. Upgrade durchgeführt, okay. Gleich weiter. Warnung. Seismische Störung entdeckt. Nidoswurm nähert sich. Ja. Ist mir schon klar, wo der sich jetzt gleich nähert hier. Mitten in der Basis wahrscheinlich, jawohl. Basis wird angegriffen. Hier komm ich! Okay, passt. Jetzt, wir brauchen jetzt bloß noch Einheiten. Durchgeladen und entsichert. Was macht der denn hier? Kann man den hier mal töten? Was? Muss Einheiten? Ne? So, das sieht eigentlich jetzt besser aus. Meine Fresse, Alter. Oh, oh. Okay, passt. So, ich baue trotzdem noch einen Bunker da hin. Sind alle besetzt? Hier fehlt noch einer. Halt. Den Volker muss ihn auswählen, wa? Mhm. Ich bin es leid, andere für mich arbeiten zu lassen. Es wird Zeit, dass ich mich jetzt persönlich um dich kümmere. Na, dann komm mal ran. So, Defense steht. Hier ist auch keiner weiter. Sehr schön. Müssen wir bloß Kerrigan abwarten, wa? So, gleich einsteigen da unten. Da ist er. Machen wir erst, wa? Ja, die macht natürlich auch den Dampfer. Das werdet ihr noch bereuen. So, gleich wieder einen Bunker hinstellen. Immer weiter so. Läuft? Läuft. Oh, alter Schwede. Hier ist auch alles schicki. Alles klar. Bunker wird gebaut. Einheiten runter. Beziehungsweise hier hin. Gleich schnell, schnell nachpushen. Volle Drohr. Hier oben könnte noch... Ne, da sind schon zwei WWFs, das passt. So, gibt's hier Einheiten? Dann drin. Was sagen die Upgrades? Läuft. Hey. Echt uncool. So, Bunker wird gebaut, wunderbar. Und wenn wir die Bunker alle besetzt haben, dann werden wir die hier oben auch noch besetzen. So, wegen der Sicherheit. Ja, das haben wir jetzt langsam unter Kontrolle hier. So. Basis wird angegriffen. Wo denn? Ja, alles cool. Alter Schwede. So, jetzt vor ist halt hier oben noch welche drin. Schon knapp war. Darin. Guck, ich werde hier noch ein paar WBFs hinstellen. So 1, 2 Stück. Einfach damit die schnell reparieren können. Das gleiche weg oben auch nochmal machen. So, 1, 2, 3, 4, 5, zapp, zarab, zapp, zapp. Sir, ich orte eine Menge Overlords, die auf Sie zukommen. Mhm. Luftverteidigung bereit machen. Bill, was? Was für eine Luftverteidigung? Haben wir sowas? Mich doch nicht entzünden. Ihr wollt mich doch verarschen. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich hab noch nicht mal eine Luftverteidigung, alter Jo. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Artefaktnova zu benutzen. Schon längst passiert. Das war mir zu blöd. So, besetzt. Wie lange müssen wir das hier durchhalten? Achso, bis das 100% das war. So, theoretisch ist das jetzt hier alles 12 entdeckt. Die Königin der Klingen ist zurückgekehrt. Schön, ich freue mich. Ich werde euch alle von meiner Welt tilgen. So. Jetzt könnte man rein theoretisch, was? Bauen Sie mehr für Versorgungssymposien. Ja. So. Das ist cool. Scheiße, da hat's einen Bunker erwischt. Kerrigan hat sich verkochen. Feuert weiter, Benner. Da hat's leider einen Bunker erwischt. Naja, man kann ja nicht alles haben, wa? Mach hinter da mit dem Bunker. Zack, 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 jetzt hier. Rinder. So. Okay, Feuerfresser werden gebaut. Dass ich die nochmal benutze, das hätte ich auch nicht gedacht, wa? Ist aber nur so rein prophylaktisch, baut die jetzt mal. So, ich denke mal, das ist hier eigentlich haben wir das so jetzt ganz gut im Griff. Ich vermute das jetzt einfach auch nur. Kann man die auch in den Bunker reinstellen? Cool. So, theoretisch könnte ich mich jetzt damit beschäftigen, noch Luftabwehr zu bauen. Ich weiß bloß nicht, wohin damit. Wahrscheinlich hier so hin, wa? Oder hier? Na, hier wäre vielleicht noch günstiger. Benutzen wir auch gleich mal direkt. So, da hat er erstmal noch zu tun. Basis wird angegriffen. Wenn in der Zeit, wo die WWS hier rumstehen, könnte man auch natürlich noch hier unten natürlich auch noch Flugabwehr bauen, wa? Genau. So. Irgendwie so. Wird schon passen, der Gegner. Falls dann doch mal irgendwo was kommt, war. So, und um die Sache zu perfektionieren, haben wir natürlich erstmal Upgrades, ist klar. Ja. Wo ist er denn? Ihr Narren hättet nie hierher kommen sollen. Um die Sachen zu perfektionieren, könnte ich jetzt noch ein paar Belagerungspanzer bauen. Jetzt haben wir, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Zeit dafür. So, jetzt ist natürlich Kerrigan da. Was ist denn das hier? Na, die macht ja lustige Sachen. Hm. Sie hat sich wieder zurückgezogen. Halte die Stellung. Kannst du gleich wieder einen Bunker hinstellen. Meine Fresse, Alter. So. Fertig hier? Sehr schön. Was haben wir hier noch? Tor brauchen wir nicht. Predator brauchen wir nicht. Ja. Goliaths. Hm. So. Fünf Sekunden bis Supernova. Keine Ahnung, schaffen wir das oder schaffen wir das nicht? Ich denke nicht, wa? Das war auch gerade so, naja, kurz vor Peng. Meine Fresse. Wieder, aber alter, 68% erst. Krasse Sache. So, erhöhte Positionen. Erhöhte Positionen. Verankern. Wir stellen ihn mal da hin. Und jetzt kommt er da nicht mehr durch, wa? Ich denke mal, davon können wir noch ein paar mehr brauchen. Ja, wo bist du hin? Scheiße. Das ist natürlich blöd. Den kriegen wir da oben nie hin. Ist nicht weiter. Ist nicht unbedingt dramatisch, sag ich jetzt mal. Außer dass mir jetzt da wieder den Turm zerrissen hat. Das ist ja kein Thema, aber bauen wir halt wieder auf. Sieht ja wieder gut aus hier, was hier so runter marschiert. Alter Finne, ja, ihr seid ja lustig. Tralala. Ist jetzt mal Ruhe? Würde ich ja total begrüßen, wa? Mal so eine kleine Feuerpause wäre. Dran so. Mein Dings ist bereit. Ihr spielt mit Mächten, die nicht mal ansatzweise begreifen könnt. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, die Artefaktnova zu benutzen, Sir. Das ist soeben passiert. 80% noch, alter Schwalter. Scheiße. Nicht locker lassen. Was ist denn hier? Aha. Ja. Also man hat hier in der Mission, also es ist ein würdiges Finale, möchte ich jetzt mal so sagen. Weil hier ist echt Action angesagt. Mann, 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 Mann. Kein Problem. Da oben ist alles safe. Wie sieht's hier aus? Ja, die Belagungspanzer waren eine. Das war eine gute Entscheidung. Auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Basis wird angegriffen. So, 87% noch. Naja. Ist ja unglaublich. Ist ja unglaublich. Ah, Depots, fuck, fuck, fuck. Komm her. Gimme Depots. Wo stecken die hin? Hier. Mist. So. Weil ich will noch ein paar Panzerchen bauen, ne? Habe ich eigentlich im ganzen Spiel so gar nicht so großartig benutzt, die Belagerungspanzer, weil, ja, die sind halt zu unflexibel. Defensemäßig sind sie natürlich optimal, muss man auch sagen. Die Energie des Artefakts hat ihren Höchststand erreicht. Mhm. Noch ein klein wenig durchhalten. Machen wir. Die Energienova des Artefakts ist wieder vollständig aufgeladen. Ich räume mal ein bisschen auf. Jo, jetzt sollten wir, also wenn jetzt nicht noch, weiß ich, wie viele Einheiten noch zusätzlich kommen, sollten wir relativ safe sein. Was jagen wir hoch? Schießen Sie los! Hätten wir den noch woanders hinstellen hier? Damit wir da oben noch einen zweiten Panzer hinstellen können. Vielleicht auch noch einen dritten. Mal gucken. So. Okay. Mit euch habe ich mich schon lange genug aufgehalten. Zeit zu sterben. Hm. Wir sind bei 96. Ach du Scheiße. Okay, da oben zu stehen ist ungünstig. Ich habe gerade festgestellt, was hier halt. Ist nicht weiter schlimm. Geht denn da ab? Ganz, ganz böser Fehler. So, hier oben fallen wieder Bunker. Für diesen Verrat werdet ihr bezahlen. Oh so. Naja. Was denn jetzt? Macht ihn da. Jetzt dreht sie völlig durch. Oh, 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 was ist denn hier los? Fuck. Searching for WBFs, die Bunker oben wieder hinstellen. Wo hatten wir die alle kaputt geschlagen da? Hallo? Jetzt oder nicht, General? Los! So, haben wir. Meine Fresse. Die Frage ist, ob das jetzt die letzte Mission war, ne? Was, Erfolg, Porträt, Jim Raynor, Erfolg errungen, Wings of Liberty. Ah, alles klar, das war die letzte Mission. So, 30 Minuten und 5 Sekunden, alles oder nichts. Gegnerische Einheiten vernichtet 4992 Einheiten. Alter Schwede. Oh, oh. Gesamtzahl befehligter Einheiten 161, Einheiten verloren 43, Mineralien abgebaut 21.990, maximale Armeegröße 120, eingesetzte Energienummer 6. Kills durch Energienovas 559. An Kerrigan verlorene Einheiten 17. So, erfüllen Sie alle Missionsziele von Alles oder Nichts. Töten Sie in Alles oder Nichts auf den Schwierigkeitsgrad normal 150 Zerg-Einheiten mit dem Artefakt. Ja, haben wir gemacht. Ich werde jetzt hier auch gleich weitermachen, weil ich denke mal, da kommt jetzt so der Abspann, wa? Schauen wir mal. Haben Sie das mitgekriegt? Sie haben Ihre Befehle, Mr. Findlay. Führen Sie sie aus. Tychus, was hast du getan? Ich habe einen Pakt mit dem Teufel Jimmy. Sie stirbt. Ich komme frei. Wir alle wählen unseren Weg. Eine Schande. Jim? Alles wird gut. Ich hab dich. Tja, liebe Freunde, wa? Damit haben wir StarCraft 2 Wings of Liberty, die erste Kampagne von StarCraft 2 abgeschlossen. Alter Schwede, völlig genial. Also ich finde das Spiel ja absolut der Hammer. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Sehr geniale, abwechslungsreiche Missionen. Mal musste man schnell sein, mal konnte man sich Zeit lassen, mal musste man nur mit einer Einheit rumlatschen und war stealthmäßig sich da durchschlagen. Die Videosequenzen sind natürlich wieder Blizzard-like. Absolut Creme de la Creme, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, total genial. Also, wie soll ich sagen, es war ein sehr umfangreiches Spiel, muss ich sagen. So von der Abwechslung, also die Abwechslung war stetig gegeben, die ganzen Nebensachen, so die man so machen konnte, und auch hier, wenn man dann in der Basis war, beziehungsweise im Raumschiff, konnte man mit dem labern und mit dem labern, da ein bisschen Forschung machen, da ein bisschen neue Punkte drin setzen, da Einheiten upgraden und so weiter und so fort, also völlig genial. Also ich bin sehr, sehr angetan von dem Spiel und ich freue mich natürlich schon auf Heart of the Swarm, wo es ja denn daran geht, dass wir mit Kerrigan spielen, beziehungsweise mit den Zerg spielen. Wie das genau wird, weiß ich nicht. Ich habe auch noch überhaupt kein Video gesehen oder mich darüber informiert. StarCraft 2 ist mir lediglich so ein bisschen in die Hände gefallen, weil ich einfach mal Bock hatte auf ein Echtzeit-Strategiespiel und die ja eigentlich heutzutage eher ja, rar gesät sind. Und ja, ich habe es nicht bereut, war. Also im Prinzip habe ich es bereut, dass ich es jetzt erst gezockt habe, aber es hat der Sache keinen Abbruch getan. Also wie gesagt, Hammer Game, kann ich nur jedem empfehlen, der da das nochmal spielen will. Gibt es ja auch preiswert jetzt mittlerweile für 15 Euro oder so in den üblichen Stores. Tja, also ich bin sehr beeindruckt von dem Spiel, muss ich sagen. Hat Blizzard gut hingekriegt. Und letzte Mission, die wir hier gespielt haben, war auch ja, einer letzten Mission sehr würdig, ne? Wie gesagt, ich musste ja nochmal neu anfangen, aber dann habe ich es ja gepackt. Ja, schön. Hat sehr viel Spaß gemacht, wa? Gut, und wir sehen uns dann in Heart of the Swarm wieder, was der zweite Add-on ist, wo wir dann, wie gesagt, die Zerg spielen, und dann kommt ja noch ein drittes Add-on 2015, ich glaube Ende 2015 kommt das dritte Add-on, wo wir dann wahrscheinlich die Protos spielen werden. Gut, ich hau jetzt erstmal rein, genieße nochmal so ein bisschen Revue passierend das Spiel, und wie gesagt, wir sehen uns in Heart of the Swarm wieder, von daher bis denn, euer SaintyLP. I'm a convict in a siege tank I ride. tearing up the night. Let's ride, yeah. Tearing up the night. Tearing up the night. We're tearing up the night. Long night, long night.